Tina von Pflanzstich. Ich wollte euch heute mein grünes Smoothie-Rezept vorstellen. Und zwar habe ich nämlich vor 2 Tagen, glaube ich, hochgeladen. Und zwar war das ein Prospektausschnitt vom Aldi gewesen. Und der Aldi hat oder verkauft auch noch diese Woche, glaube ich, grüne Smoothies. Grüne Smoothie Maker. Nee, nicht grüne Smoothies, aber so ein Smoothie Maker für 20 Euro. Und ich weiß zumindest von einer Person, die noch einen ergattert hat. Und für die wollte ich heute dann auch mal einen grünen Smoothie machen, dass die den dann gleich mal testen kann. Und ich zeige euch heute meinen Lieblingsgrünen Smoothie. Und ja, und die anderen, die auch so einen ergattert haben, die können das natürlich dann auch ausprobieren. Ja, Marcel, ich leg gleich mal los für dich. So. Habe ich hier einmal Ananas, eine Mango, Bananen und noch Datteln. Und hier noch eine Schale voll Wildkräuter. Aber natürlich könnt ihr für das Grün auch Spinat oder Blattsalat nehmen, wenn er nicht ganz so grün werden soll. Ja, ich fange dann einfach schon mal an. Also Marcel, ich weiß ja nicht, wie stark dein Smoothie Maker ist. Aber wenn du Datteln reinmachst, kannst du den natürlich auch vorher irgendwie einweichen, damit er nicht so viel Kraft braucht. Und dann gehen die eigentlich auch gut zu smoothen, zu mixen. Ja, ich habe jetzt alles reingemacht, jetzt kommt sie in den Mixer. Jetzt kommt die Geschmacksprobe, guck mal hier, wie schön cremig der ist. Lecker. Schmeckt richtig fruchtig. Wenn ihr den nicht probiert, verpasst ihr echt was. Okay, gut, ich hätte vielleicht kaltes Wasser nehmen sollen. Ich habe das in lauwarmes genommen. Dann schmeckt es noch geiler. Und saugut. Den trinke ich jetzt zum Frühstück. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim grünen Smoothie machen. Und Marcel, wenn du deinen grünen Smoothie machst, ich will ihn auf jeden Fall probieren. Bring ihn mal mit in die Uni oder so. Und ja, wenn ihr, falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, ich mache gerne ein Video drüber. Ist kein Problem, ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Ich feiere die richtig, die neuen Abonnenten. Der Alex, der ist auch fleißig am Kommentieren oder so. Und auch die Facebook-Seite. Ich freue mich richtig, dass ihr immer ein Bildchen liked und das so fleißig kommentiert. Ja, da geht mir das Herz auf. Ganz viele Küsse an euch. Und ja, wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst mir eins da oder gebt mir einen Daumen nach oben. Das freut mich voll. Okay, bis